So, neue Strecke des Pfalzbiker Vereins. Wir am Föllenberg auch. Wird hier diese Rehline am Rehberg auch für alle fahrbar sein, nicht nur Vereinsmitglieder. Und ja, Streckenvorschau jetzt. Obertal wird noch ein bisschen was gemacht. Aber da unten ist recht frisch jetzt. Ja, das ist ein bisschen zum Bremsen gedacht, deswegen kein Anlieger an der Stelle. Jetzt sehe ich wieder nichts mehr wegen der Sonne. Hier sollen zwei Alternativen den Berg runtergehen bis zum Parkplatz unten. Das rechte Stück ist noch nicht gebaut. Das wird irgendwann vielleicht im Winter entstehen. Das gibt dann ein schwarzes Segment hier rüben zum Felsen. Und ja, das ist jetzt schon fahrbar. Und so mal so eine kleine Abzweigung. Hier auch. Fahre jeweils immer die schwierigere. So. Das ist ein bisschen verwirrend. Das ist hier so ein alter Wirtschaftsweg, der ist handgemauert, da sind sehr viele Steine drunter. Wir haben 2 Tage einen Bagger gesponsert bekommen und ja, bin ich da 2 Tage durch und habe so ein bisschen was in den Hang reingebaggert. Ist jetzt nicht das Abwechslungsreichste, was es gibt, aber besser als Forstweg runterrollen und das mit der Hand bauen, das hätte nochmal einige Tage in Anspruch genommen. So, schauen wir mal. Sind eigentlich hauptsächlich Rechtships. Da war rutschig. Man muss echt aufpassen, hier ist rutschig wie Sau. Das Ding mag ich. Reinscheppern. Ja, und das war's dann eigentlich.